Hallo, ich grüße euch. Martin hier, es ist der 16.04.2018, ungefähr 11 Uhr morgens. Ganz kurz mein Risikohinweis. So, die in meinen Videos und Webinaren gehörigen Analysen und Einschätzungen spiegeln nur meine Meinung wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieroptionen oder Futures zu verstehen. Weder explizit noch stillschweigend eine Haftung hinsichtlich etwaiger Verluste ist ausgeschlossen. Optionen und Futures beinhalten erhebliche Risiken, die zu einem möglichen Totalverlust führen können und sogar darüber hinaus. Jeder Trader kennt die Risiken der Produkte, die er behandelt. So, jetzt haben wir einen DAX-Future. So, möchte jetzt einfach mal einen DAX-Short gehen. Jetzt, wir haben eigentlich so einen Moment ja, keinen klaren Trend. Warum? Im Daily haben wir einen kleinen Abwärtstrend, aber im Weekly sind wir noch immer noch im Abwärtstrend. Ja, so, das heißt, man könnte Short spielen. Das heißt, der übergeordnete Trend ist Short. Die Wahrscheinlichkeit ist hier zunächst etwas höher. Aber im Grunde werden wir jetzt ein Konstrukt machen, was uns eigentlich, sag ich mal, was fast egal ist. Ja, es ist eigentlich fast egal, was der Markt macht. Wir machen unsere eigene Konstruktion, ne, so dass wir Geld verdienen, ne, können, das ist ja schön, keinen großartigen Stop-Loss brauchen. Das ist jetzt hier der große DAX-Future. Da würde ich einfach mal ganz bewusst den großen nehmen. 14.000, wir sehen hier die Margin 14.000, das heißt, seht euch die Margin in meinem Demo an, 34.400. Und nach unserem Konstrukt schauen wir uns das nochmal an und dann können wir ungefähr berechnen, wie viel da ist, weil wir gleich, das ein bisschen schwieriger ist, das jetzt nachzuvollziehen. 34,4. Es gibt mehrere Möglichkeiten, natürlich den DAX zu spielen. Ich sag mal, wir sind ein bisschen kurzfristig als Swing Trader unterwegs. Ja, das macht uns Freude, denn meistens kommen die Trades ja nicht, wenn wir es wollen, sondern wenn der Markt es will. Das ist ja auch schon mal was, wenn der Markt etwas will, dass wir da drin sind, ist ja schon mal gut. Ich mache es erstmal ganz einfach. Wir können natürlich zum Beispiel Short Future gehen und einfach einen Call kaufen als Absicherung gegen steigende Preise. Das heißt, wir würden jetzt hier 78 Punkte mal 5 bezahlen. Warum mal 5? Ja, weil wir hier der große DAX natürlich ein entsprechendes Tickvolumen hat, was 5 Optionen entspricht. Dann das gleiche. Und vergiss nicht, die DAX-Optionen beziehen sich auf den DAX-Index, nicht auf den Future, aber das sind oft minimale Unterschiede, vielleicht 10, 15 Punkte, bei Dividendenseiten vielleicht ein bisschen mehr. Aber die Eurex erkennt das. Das heißt, wenn du jetzt hier DAX-Index-Optionen hast, reduziert die Eurex auch die Margin, weil es natürlich ja, Hand in Hand geht. Ne? Aber beim Settlement ist es dann auch anders. Am Freitag 13 Uhr, nicht 13 Uhr DAX, 12 Uhr Eurostoxx, ne? Ist das Cash Settlement. Vorsicht, ja, das heißt, du hast immer noch den Future, das heißt, du musst handeln, während du beim ES sehr oft natürlich Future-Optionen hast, also ES-Optionen, da, wenn du jetzt Future Short gehst und einen Long Call hast oder im Geld bist, wirst du automatisch ausgebucht, brauchst nichts mehr machen. Beim DAX musst du ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir würden jetzt hier 5 Stück kaufen und einfach Short gehen. Das heißt, es würde uns 1.200 kosten. Ne? Die müssen wir erst erwirtschaften. Das sind, wie gesagt, 78 Punkte. Ne? Die müssen wir machen. Irgendwann hätte man einen Gewinn. Das Gleiche ist zum Beispiel hier. Ne? Wenn wir jetzt einfach einen Put kaufen, wäre das Gleiche, sage ich mal. Ja? Wegen der Call-Put-Parität. Es ist aber vom Trading-Möglichkeiten, von einigen anderen Techniken doch ein kleiner Unterschied. Ne? Das heißt, es ist zwar auf der einen Seite Geschmackssache, aber man kann wenn ich mit einem Future, wenn ich da ein bisschen arbeite, ein bisschen besser arbeiten, finde ich. Es geht aber auch anders. Man kann auch die Absicherung, wenn ich denn Short bin, ne, also meine Meinung ist Short, eine billigere Absicherung kriegen, die da heißt, ich würde am Geld einen Call verkaufen und kaufe 2 Calls höher, ne, weil ich ja denke, da kommen wir gar nicht hin. Ja, und dadurch kriege ich den Call billiger oder die 5 Calls. Ja, das bedeutet, ich zahle hier nur 700, ne, und nur 30 Punkte. Ne, das heißt, ich wäre, jetzt gehen wir davon aus, wenn ich recht habe, jetzt, wenn das Timing auch stimmen sollte, aber das Timing kann ja auch morgen kommen.
Ja, das heißt, der DAX kann heute 30 Punkte rauf und morgen 60 Punkte runter. Dann habe ich auch 26 Punkte plus. Meine Konstrukt bleibt bis Freitag 13 Uhr, wenn ich nichts mache. Das heißt, ich habe ganz klar meine eigenen Regeln aufgestellt und ihr werdet sehen, welche Vorteile das sind, die da sind. Wo sind sie denn? Weiß ich nicht, da sind sie. Ja, das heißt, wir haben uns, ne, jetzt einen Raum gegeben, den Verlustraum werden wir gleich nochmal besprechen. Ja, und egal, was der Markt hier macht, interessiert mich überhaupt nicht. Und was er hier macht, interessiert mich sehr wohl. Da kann meine Frau wieder shoppen gehen. Ja, und wir können dann die nächste Reise planen, denn dann würden wir richtig Geld verdienen. Ja. Die Realität wird irgendwo dazwischen sein, dass wir irgendwo ein bisschen da und dann vielleicht mal da wieder reinkommen und wir irgendwas abschöpfen. Mir geht es darum, dass wir irgendwas abschöpfen, ohne dass wir ein Minus haben und dass wir ein bisschen Zeit haben, den Markt auch Zeit zu lassen, um die entsprechende Bewegung zu machen, was die meisten ja nicht können, wenn sie die Optionen nicht nutzen. Ja, das ist das Problem. Komischerweise mit Beziehungen lassen wir uns Zeit, ne, mit anderen Dingen, aber wenn wir handeln, möchten wir alles gleich haben und fragen den Markt nicht, ja, sondern der Markt braucht ja vielleicht auch Zeit. Ne? Das heißt, mit diesen Konstrukten geben wir dem Markt auch Zeit. Ne? Was bedeutet das? Mein erster Vorteil ist, ich brauche mir keine Kopfschmerzen machen, was der DAX macht. Ich habe ja vorher schon alles definiert. Das heißt, wenn ich das Geld, was ich definiere, das werden so ungefähr 2000 sein, ja, bei Verfall erst, vorher weniger, da brauche ich mich auch nicht ärgern. Ja? Weil ich habe es ja definiert von meiner Kontogröße, von meinem Trading-Ansatz. Ne? Und das ist das Spiel. Ja? Nur wenn ich jetzt einen Stop-Loss habe oder über Nacht spielen will, das geht nicht. Ja? Da ist der Markt wieder der Herrscher. Das heißt, über meine Psyche, über mein Wohlbefinden, über meinen Tagesablauf, über meine schlechte Laune, gute Laune, wenn ich montags morgens das aufsetze und meine Marktmeinung richtig ist, verdiene ich gutes Geld. Wenn die Marktmeinung nicht da ist, kann ich es etwas reparieren und ich gehe zum Beispiel in die nächste Woche rein. Aber ich habe da keine Kopfschmerzen haben. Ja? Ich werde dem Markt nicht die Schuld geben, weil für mich ist der Markt Mittel zum Zweck, nicht umgekehrt. Ja? Und viele verwechseln auch Performance. Ja? Performance aus dem eigenen Regelwerk ist was anderes als Performance, die der Markt macht. Ne? Wenn jetzt jeder Idiot seit 8 Jahren long gegangen wäre mit Aktien oder Short Puts, wäre es halbwegs gut gegangen, hätte vielleicht 20% per anno. Das hat nicht aber er gemacht. Das hat der Markt gemacht. So, das heißt, du musst ja ein Regelwerk haben, das marktunabhängig du die 10-15% machst, ob steigend, fallen, seitwärts. Und das ist ja die Kunst. Du musst ja feststellen, kommt es ja aus deinem Regelwerk oder vom Markt. Wenn es vom Markt kommt, ist es ja keine Kunst. Ne? In der Form. Als Trader. Vorsicht, als Trader. Investor schon natürlich ein bisschen. Das ist ja klar. Das sind entsprechenden Werte, die dann natürlich besser laufen als andere. Aber als Trader nicht. Als Trader muss es aus dem Regelwerk kommen. Also wie gesagt, 14.000 ist die Margin. Wir würden hier Short gehen. Wir können, wenn wir hier Short gehen, ne, das werden wir auch gleich machen, auch risikolos Puts schreiben. Ja, warum kann ich das? Ja, ich bin ja short. Ne? Ich bleibe mal bei 12.000. So, das bedeutet, ich bin short future und kann 5 Optionen risikolos schreiben. Ne? 5 Puts in dem Fall. Ne? Jetzt gehe ich da ein bisschen weiter. Ich gehe einfach mal ganz bewusst, weil ich dann im Laufe der Woche vielleicht was Schönes zeigen kann. Ne? Das heißt, wir nehmen hier risikolos Prämien ein, reduzieren natürlich auch die Margin bis zum Verfall, ja, und haben da auch etwas für uns laufen. Ja. Das zeige ich euch dann gleich. Ja, das ist der Call, den machen wir mal weg. Das heißt, was würde ich als erstes reinhauen? Ich würde zuerst hier den Backspread reinhauen, und zwar 5 Stück, wenn ich den großen DAX Short gehe. Das heißt, ich habe hier eine Margin, merkt euch nochmal die Zahl, 34,4. Und dann machen wir alles zum Schluss, also 34.400, den Rest ziehen wir ab. Also ich gehe einmal hier den Backspread, ne, dann gehe ich hier, aber nur, dass es trotzdem mal sieht, mache ich trotzdem die Margin, reduzieren wir schon mal auf 2 und mache hier meine DAX Market Puts, Short Puts Market, das heißt, die reduzieren auch meine Margin, das mache ich aber ein bisschen schneller.
34,4 war das Gesamtkonstrukt. Ne? Wir schauen hier 34,4. Dann sind wir hier bei 3.300 Margin anstatt 14.000. Nummer 1. Nummer 2. Ich habe mein Risiko reduziert. Ich habe mein Risiko reduziert. Bin ich wahrscheinlich zweimal drin? Ja. Ich habe mein Risiko reduziert. Das ist die Absicherung nach oben. Das sind meine Short Puts. Wir machen jetzt mal ein bisschen Kopfrechnen. Ich hoffe, dass ich richtig rechne, sonst schimpft ihr wieder mit mir. So. Wir haben ja gesagt, wir sind eher bärisch als bullisch. Das ist jetzt zum Beispiel meine Meinung. Wir können aber falsch liegen, würden gegebenenfalls natürlich verlieren, haben aber auch Raum zum Reparieren oder Anpassen. Sowohl in beide Richtungen. Wir können, wenn es gut für uns läuft, ein bisschen den Gewinn schön optimieren. Und wenn es nicht gut läuft, können wir den anfänglichen Verlust reduzieren. Ne? Das heißt, das sind die 4 Tage. Ja. Das ist mein anfänglicher Verlust. Der da jetzt wäre. Wir haben bei 12.450 zwei Calls. Wir haben einen Short Call. Entschuldigung, wir haben bei 12.5 zwei Long Calls und einen Short Call und einen Short Future. Ja? So. Das bedeutet, warte mal. Muss man so zeigen, wir haben ein bisschen mehr Calls. Entschuldigung, das ist ein bisschen schwierig mit dem Zeichen. Wir haben hier 10 Calls. Vorsicht, wir haben 10 Calls. 10 Calls, wissen wir, 5 Calls decken einen großen DAX-Future Short ab. Ja? Und wir haben hier aber auch einen Short Call und die anderen decken das ab. So, das heißt, mein Risiko wäre bis 12.5 folgendes. Ein Short Call von 450 bis 500 sind 50 Punkte, sind 1.250. Stimmt's mit einem Short Call? Das heißt, wären 1.250 mit einem Short Call bis zum Strike. Dann der Future, ne, sagen wir auch, sind wir großzügig, machen wir auch 50 Punkte, ja, bis zu 12.5, da sind wir gehedged. Da ist unser Short Call gehedged und unser Future gehedged, komplett. Ja? Das heißt, nochmal 1.250, ne, sind ungefähr 2.5 und der Debit. Ne? Der Debit wäre jetzt hier 700. Ja, dann ist auch noch unser Risiko. Das heißt, das sind 2,5, das sind 3,25. So, 3.250 ist mein komplettes Risiko bis Freitag 13 Uhr. Wenn ich nichts anderes mache, ich sage es bewusst. Ne? Das heißt, hier wäre jetzt hier die 3.250. Ja, ich kann aber, wenn der Markt nicht so läuft, wie ich will, oder gegen mich läuft, das reduzieren ist schlecht zu sagen, je nach Technik, aber wenn man gut ist, vielleicht sogar unter 1.000 oder 500 und du bist trotzdem noch im Markt, kannst trotzdem noch Geld machen, zwar etwas weniger, aber du reduzierst deinen Verlust. Das ist eine ganz neue Technik, die steht auch nicht in kaum welchen Büchern, weil du handeln musst und nicht passiv einfach abwartest. Ja? Das ist aber ein Kann. K für Kann, nicht Muss. Du kannst auch am Freitag 13 Uhr auf dein Konto schauen. Im schlimmsten Fall hast du 3, 2, 5 Verlust. Aber dann reduzieren wir. Wir haben ja auch Short Puts geschrieben. So, jetzt haben wir aber verschiedene Laufzeiten. Das heißt, diese Prämie kriegen wir nicht in 4 Tagen komplett. Okay? Wir werden wahrscheinlich den kriegen. 20. April kriegen wir auf jeden Fall. Das heißt, das sind jetzt nur $34. Ne? Das heißt, wir reduzieren auf 34. Man müsste jetzt mit dem Theta, das führt jetzt ein bisschen zu weit auf YouTube, ausrechnen können, wie viel Prämie wir von den anderen kriegen. Jetzt sind wir mal großzügig und reduzieren wir mal das auf 500, ne, wenn der Markt stehen bleibt. Ne. Das heißt, ich hätte so Pi mal Daumen 2,7 komplettes Risiko bis Freitag. Mehr nicht, weil die Prämien kriege ich ja auch. Wenn ich nichts anderes tue, ich kann aber höher schreiben oder anders schreiben, wenn ich will. Das ist eben eine Technik, da muss man ein bisschen geübt sein, um das zu reduzieren. Ja?
Jetzt bleiben wir so bei 2,7 oder so. Das ist schon realistisch. So, wenn der Markt natürlich jetzt total gegen mich läuft, ne, dann geht der DAX durch die Decke und es greift meine Absicherung. Das heißt, es bleibt dann auch von der höheren Prämie, die zwar später verfällt, aber auch mehr übrig. So, das bedeutet, vom Gewinn und Verlust wird es sich nicht verändern, vielleicht sogar verbessern, komischerweise. Weil das ja mein Maximalverlust ist, ich aber mehr Prämie kriege, weil ich eine längere Laufzeit habe. Ja. Wenn der Markt aber sich nicht bewegt, dann kriege ich hier auch weniger Prämie. Ja. Habe aber auch weniger Verlust nach oben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn der Markt sich nicht bewegt, habe ich auch die 2,7 nicht als Verlust, weil das ist nur der Verlust, wenn ich über 2,5, 12,5, wenn ich 2,5 sage, meine ich 12,5, ihr wisst, was ich meine, 12,5 wäre. Ja. Wenn ich aber drunter bleibe, habe ich nicht die 2,5, dann habe ich ja nur die paar Ticks und wenn ich die Prämien, wenn ich das zusammenzähle, kann sein, dass ich trotzdem vielleicht ein paar Euro sogar im Plus bin. Stellt euch das vor. Was kann ich denn maximal machen? Tja, schwer zu sagen. Wenn es absolut super duper crasht, hab ich 450 Punkte bis zu den Strikes. Das sind mal bei 10.000. Das heißt, wenn ich jetzt hier 2,7, ja, bei plus minus 10.000 ist es schon mal 1 zu 4. Ich habe kein Übernachtrisiko. Ich habe die Margin reduziert von 14.000 auf knapp, was haben wir gesagt, 3,3. Und ich kann die anfängliche. Das anfängliche Risiko mit entsprechenden Schreibereien, theoretisch sogar auch risikolos, noch reduzieren. Aber indem ich es reduziere, werde ich nicht die 10.000 machen, aber ich bleibe bei meiner 1 zu 4, weil ich dann natürlich auch weniger Risiko habe, aber auch, weil ich dann nur 8.000 oder 5.000 machen kann. Ich sag mal so, wenn wir Realisten sind und wenn wir 100 Punkte machen, ne, wenn wir 100 Punkte machen sollten, das verfällt, dann sind einige Puts ein bisschen minus. Ja, das verfällt auf jeden Fall am Freitag, die 700 auf jeden Fall. Aber die hätte ich bei 100 Punkten ja auch drin. Bei 100 Punkten wären das ja auch 500 mal 5 sind 2,5. Ne? Dann interessiert mich das ja nicht. Dann habe ich irgendwo einen Gewinn. Je tiefer ich falle, so einen Gewinn habe ich. Und ich kann ja auch aus der Position früher raus, das sind dann für die geübt, wenn einer sagt, ey, ich bin der Futures Freak, ich bin der DAX Freak, SS Freak, Gold, alles kann man so traden, sagen, ich kann ja im Daytrading das loslassen, alles schließen und du bist irgendwann im DAX Future Short, machst einen Stop und bist viel besser als 90%, was im YouTube-Kanal rumläuft. Viel Spaß.